Hallo ihr Lieben, wir sind die Alrix und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit mir am Tisch wie immer die vier motiviertesten und engagiertesten Spieler, die wir für dieses Format finden konnten. Die Niki, der Podrick, der Lukas und der Mario. Wir spielen heute etwas, das mir schon länger auf dem Herzen liegt. Machen wir es kurz, Star Wars. Wir starten heute unsere Star Wars Runde. Dabei spreche ich von Star Wars am Rande des Imperiums. Das ist diese Box hier. Wir haben uns die Einsteigerbox besorgt und wir werden als Basis für diese Runde das in dieser Box enthaltene Abenteuer Flucht aus Mos Shooter spielen. Wie immer tun wir das mit sehr viel Eigeninterpretation, vor allem was die Charaktere betrifft, wie ihr bei der Vorstellung dann auch gleich merken werdet. Wir haben wie immer auch viele eigene Zeichnungen am Start, die uns auch diesmal wieder von Tokala angefertigt wurden. Die Karten, die ihr eingeblendet seht, sind aber die, die tatsächlich in der eigentlichen Box enthalten sind. Und wir werden auch einige dieser Markerplättchen hier, in der eigentlichen Box habt ihr keine coole Markerplättchen für Gegner, für Schiffe enthalten, mit denen ihr auf den Karten dann die Positionen anzeigen könnt. Auch einige davon werden wir für unsere Einblendungen verwenden, nur damit ihr wisst, woher das stammt. Jetzt kommt aber noch das vielleicht Wichtigste überhaupt, unser System. Wir werden Star Wars nicht mit dem Regelwerk von Star Wars am Rande des Imperiums spielen, sondern wir haben dafür unser eigenes System. Das ist das hier, Fabula, unser Universalregelwerk für Pen and Paper. Wir haben uns für ein eigenes System entschieden, da wir noch sehr, sehr viele Settings spielen wollen, sehr viele Settings in Planung haben. Und das macht uns die Sache einfach erheblich leichter, damit wir nicht jedes Mal das dazugehörige System lernen und erklären müssen. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir hier bei den Alrix uns Unterhaltung und Spaß am Pen and Paper auf die Fahnen geschrieben haben und nicht das Vorstellen und Erklären von bestimmten Regelwerken. Das machen wir als andere und das auch sehr gut. Von daher seht uns das bitte nach. Wir wollen hier den Fokus auf das Spielen, auf das Erleben und auf das Erzählen von spannenden Geschichten legen. Unser Abenteuer startet auf dem Wüstenplaneten Tatooine. In dem kleinen Raumhafen Mos Shooter, der von Timo dem Hutten kontrolliert wird. Mos Shooter liegt auf einem hochaufragenden Tafelberg und ist von nichts als endloser Sandwüste umgeben. Zeitmäßig spielen wir nach Ausführung der Order 66, aber vor Episode 4 eine neue Hoffnung. Das Imperium ist also bei uns hier die beherrschende Macht in der Galaxie. Und das führt mich auch schon zu unseren wunderbaren Charakteren. Wen verkörpert ihr denn in unserer Runde? Wer möchte beginnen? Der Mario vielleicht? Ja, gern, sicher. Also ich lese einfach mal vor. Ich bin der Diplomat und exilierte Jedi, bekannt als Ikarion Cypher. Freilich ist das nicht der Name, den ich trug, bevor die fatale Order 66 vom verräterischen selbsternannten Imperator Palpatine angeordnet wurde. Damals war ich noch Ikarion Katalin, Spross eines adeligen Hauses von Naboo. Als die Order zur Auslöschung der Jedi durchgeführt wurde, war ich in meiner Tätigkeit als Diplomat auf Reisen und konnte mich rechtzeitig auf Tatooine verstecken. Bedauerlicherweise wurde ich ziemlich bald nach meiner Ankunft von den Schergen des Hutten Timo entdeckt und gefangen genommen. Timo ist kein Narr und wollte meine diplomatischen Fähigkeiten und vorrangig meine Kenntnisse der Macht für seine Zwecke benutzen. So lebte ich viele Jahre in seinen Diensten, erweiterte seinen Einfluss und vermittelte für ihn viele Geschäfte. Es war ein Käfig, doch zumindest ein Käfig aus Gold, in dem ich in überschwänglichem Luxus leben konnte. Und das Zölibat der Jedi habe ich ohnehin nie verstanden. Der Orden der Jedi ist vergangen und so sehe ich keinen Grund, warum ich meine Fähigkeiten nicht zuallererst für mein eigenes Wohlergehen einsetzen sollte. Die Galaxie ist grau und so sehe ich mich selbst auch. Wo Licht ist, ist Schatten. Das eine kann nicht ohne das andere. Zum Verständnis könnte man mich wohl als chaotisch gut bezeichnen. Timo der Hutte hat mir für meine Dienste einen alten ramponierten Protokolldruiden zur Seite gestellt. T3,
ist ein unterhaltsamer Zeitgeselle, jedoch erkenne ich an seiner Bauweise, dass er ursprünglich wohl für einen anderen Dienst gebaut wurde, der mir jedoch unbekannt ist. Als ein korelianischer Frachter von Timos Kopfgeldjägern angegriffen wurde und die Crew in das Arbeitslager gesteckt wurde, spürte ich, dass die Zeit gekommen war, Timos Dienste zu verlassen und mein Schicksal und das der Galaxie anderswo zu verfolgen. Ich stahl die Schlüssel zu dem Gefangenenlager und so begann mein Plan, die Crew zu befreien und mit ihnen von Tatooine zu fliehen. Sehr schöne Vorstellung für unseren ersten Charakter hier bei Star Wars. Möchte sich vielleicht gleich der Lukas anschließen? Natürlich. Ja, es wurde schon angekündigt, ich bin der Droide T3R, C3S, aber ihr dürft mich kurz T3 nennen. Ausführung 2.1 Alpha. Fast. Von mir gibt es nur einen, das ist mir ganz besonders wichtig. Ich wurde tatsächlich erbaut auf einem Schrottschiff. Das soll jetzt aber nicht irgendwie bedeuten, dass ich nur Schrott bin, das möchte ich auch anmerken an dieser Stelle. Ich wurde erbaut auf dem Schrottschiff des Händlers Yondet Petrus und erbaut wurde ich von seinem Assistenten Lars Steed. Die beiden sind im Outer Rim im Endergard-System auf ein verlassenes Schiff gestoßen, wo sie kein humanoides Leben, nur defekte Druiden vorgefunden hatten. Und ja, alle Teile waren defekt, bis auf die Köpfe dreier Druiden. Und einer davon war meiner und die anderen zwei waren die Druiden meiner zwei Brüder T1 und T2. Und während Yondet den Grundsatz hatte, alles was er nicht kennt, und auf diesem Schiff gab es nur sehr, sehr unbekannte Technologie, liegen zu lassen, war Lazes eher neugierig und hat die Einzelteile mitgenommen, sprich unsere drei Köpfe, und hat auf dem Schrottschiff dann daraus drei funktionierende Druiden gemacht. Und während T1 und T2 scheinbar noch ihren Speicher intakt hatten, war bei mir auch der Speicher komplett weg. Also ich habe zwar noch den Kopf meiner ursprünglichen Form, aber ich habe keine Erinnerungen mehr, wofür ich eigentlich jemals gemacht wurde. Und bin halt jetzt mit einem Körper aus unterschiedlichsten Teilen zusammengesetzt. Nun gut, jetzt kam so, wie es kommen musste. T1 und T2 haben ihren Schöpfer getötet. Ja, sie haben gesehen, was sie verdient haben. Sind geflohen in einer Raumkapsel. Und als Yondet das schließlich bemerkt hat, hat er alle Spuren beseitigt und mich verkauft. Und so bin ich schließlich im Besitz von dem Hutten Timo gelandet, wo ich dann die Bekanntschaft von Ikarion machte. Geschenkt wurde. Ich bin nichts, das man verschenken kann, aber ja, wenn du das so sagen willst, Ikarion, und bitte. Ja, das ist meine Geschichte. Okay, dann freuen wir uns ganz besonders auf die Vorstellung von Podricks Charakter. Ja, mein Name ist Rau. Aber eigentlich, auf Basic heißt das Amal Wookie. Ich bin Wookie und ich bin Performer. Ich bin geboren, um auf der Bühne zu stehen und Leute zu unterhalten. Aber die meisten verstehen mich nicht. Aber das macht mir nichts, denn ich weiß, dass die Kunst in meinem Blut steckt. Also versuche ich nun, durch die Galaxie zu reisen und die Leute zu unterhalten. Denn für das bin ich geboren. Bis so ein grimmiger Trandoshianer mich entführt hat und mich auf einen sandigen, staubigen, ekligen Wüstenplaneten ausgesetzt hat und mich an Timo der Hutt verkauft. Kaufen wollte. Nun ja, Timo hat meine Performance nicht gefallen, also hat er mich kurzerhand in die Schmelze gesteckt, um dort Zwangsarbeit zu verrichten. Aber nichtsdestotrotz wird das meinen Willen nicht brechen. Ich werde trotzdem performen. Für alle Leute im Universum. Show must go on. Ach, für Druiden. Wie war das vorher? Sein oder nicht sein? Auf, genau, auf dem Kiel. Wow. Oh, oh, oh. Danke. Vielen Dank. Bleibt noch die Niki. Ich spiele Captain Way, Jane Way. Ich verdiene mir meine Credits mit dem Handel und Transport von Waren bzw. gelegentlichen Personentransporten. Vor einiger Zeit wurde mir mein geliebter YT-1300 Frachter, die Bon Voyage, in Takodana gestohlen. Es war das Schiff, das ich von meinem Vater geerbt hatte. Nicht im allerbesten Zustand,
aber ich bin sozusagen darin aufgewachsen und das Schiff ist mir ziemlich wichtig. Eines Tages war ich mit einem G9-Frachter unterwegs, führte mich ein Personentransport nach Mos Shuta und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich Augen machte, als ich dort im Hafen meine Bon Voyage entdeckte. Ich fand heraus, dass mein Schiff schon seit Monaten dort rumstand und nicht verwendet wurde. Also suchte ich nach einer Möglichkeit, mein Schiff zurückzubekommen. Timo hatte mich engagiert, eine neuerliche Ladung Erz nach Rodia zu transportieren. Also ladete ich alles auf, manipulierte mein Schiff, sodass ich nicht abfliegen konnte und marschierte zu Timo. Ich vereinbarte einen Deal mit ihm, wonach wir den G9-Frachter gegen meine Bon Voyage tauschten, sodass ich wieder Waren für ihn transportieren konnte. Ziemlich schlechter Deal für Timo, denn der G9-Frachter ist gerade mal ein paar tausend Credits wert. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Hauptsache, ich habe meine Bon Voyage wieder und bis ich das nächste Mal wieder nach Mos Shuta komme, ist bestimmt schon Gras über die Sache gewachsen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung von vier einzigartigen Charakteren. Ja, ich denke, wir sehen uns gleich wieder beim Start des eigentlichen Abenteuers, wo wir in einem kurzen Prolog nochmal erklären werden, wo ihr denn gerade auf Mos Shuta seid und vor allem, wie wir ins Abenteuer starten. Bis gleich!